Tayyib, dieser Hadith hat eine Vorgeschichte. In der Wirklichkeit überliefert ihn nämlich sein Sohn, Abdullah ibn Umar, über seinen Vater. Wenn wir uns nämlich mal anschauen, wenn wir uns mal die Quellwerke anschauen, dieser Hadith wird ja bei Muslim überliefert. Das ist jetzt hier nicht angegeben, aber Al-Nawawi rahimahullah sagt ja danach, Rawahu Muslim, dass ihn Muslim überliefert hat. Genauer gesagt hat Muslim dieses Buch, diesen Hadith ganz am Anfang überliefert. Das ist der achte Hadith, der achte oder der siebte Hadith in seinem Sahih-Werk. Denn Al-Imam Muslim beginnt sein Buch mit dem Kitab al-Iman. Kitab al-Iman, das Buch des Iman. Das ist nach der Einführung das erste Kapitel im Sahih Muslim. Tayyib. Wenn wir uns mal anschauen jetzt, wenn wir Muslim aufschlagen, dann sehen wir folgende Geschichte. Wir sehen folgende Geschichte. Yahya, eine Person genannt Yahya ibn Ya'mar, er berichtet hier. Yahya ibn Ya'mar berichtet, also Muslim überliefert, über Yahya ibn Ya'mar, er sagte, der Erste, der über den Qadar sprach, über den Qadar, also über die Vorherbestimmung, hier ist nicht gemeint mit Sprechen, yani, im positiven Sinne, er meint damit yani, im negativen Sinne. Jemand, der Erste, der yani, im Sinne der Abweichung vom, ich nenne es mal Rechtsglauben, also dem Glauben der Mehrheit der Sahaba. Mehrheit ist vielleicht nicht ganz richtig. Der Gesamtheit der Sahaba. Denn unter den Sahaba, das muss man anmerken, das ist eine sehr wichtige Sache zu wissen. Es gab unter den Sahaba, Ridwanullahi alayhim, sicherlich gewisse Meinungsunstimmigkeiten. Aber in zweitrangigen Sachen, in sekundären Dingen. In den Grundfundamenten und Elementen, also im Kernstück der Religion, hatten sie keinen Khilaf. Es gab unter den Sahaba niemanden, der beispielsweise Khariji war. Das heißt, den Khawarij angehörend. Gab es keinen. Obwohl die Khawarij zur Endzeit der Sahaba entstanden sind. Unter ihnen gab es keinen, der zu den Qadariyya zählte. Al-Qadariyya sind diejenigen, die den Qadar auf eine bestimmte Art und Weise negieren. Also es gibt verschiedene Stufen unter dem Qadariyya. Manche leugnen ihn vollständig bis hin zum Wissen Allah Ta'alas. Und manche leugnen nur gewisse Bestandteile des Qadar, nicht alles. Jedenfalls sagt Yahya ibn Ya'mar hier, er sagt, der Erste, der sich negativ über den Qadar äußerte, also auf eine ketzerische Art und Weise, abweichend vom Mehrheitsglauben, abweichend vom Mainstream der Sahaba, ich nenne es mal einfach Mainstream, aber wie gesagt, es gab niemanden, der davon abgewichen ist unter den Sahaba. Er sagte, das war in Basra. Das war in Basra. Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani, die Person hieß so, die bekannt geworden ist als Kopf und führende Persönlichkeit in dieser theologischen Aussage. Dann erzählt Yahya ibn Ya'mar, wie es Muslim berichtet, weiter. Er sagte, ich ging dann mit Humayd ibn Abdurrahman, das sind beide Persönlichkeiten der Tabi'un. Denn sie treffen sich ja hier mit den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam und diese Leute nennen wir Tabi'un. Die Tabi'un sind die zweite Generation, oder die zweite, ja nennen wir es so, die zweite Generation im Islam. Und das sind jene Personen, die Sahaba gesehen haben, getroffen haben, mit ihnen zusammen gesessen haben und von ihnen gehört haben. Genauso wie der Sahabi jene Person ist, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen hat als Gläubiger, als Muslim. Also es reicht nicht aus, Sahabi zu sein, dass man nur zu seiner Zeit gelebt hat.
Man muss ihn im Zustand des Imans auch getroffen haben. Sonst wird man nicht als Sahabi bezeichnet, fachlich. Tayyib. Jedenfalls, er sagt dann, wir sind beide, Yahya ibn Ya'mar und Humayd ibn Abdurrahman, wir sind zur Zeit der Pilgersaison, als Pilgerer, also beim Hajj oder der Umrah, sind wir nach Mekka gegangen. Und wir haben uns gedacht, wenn wir dort nur jemanden von den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam treffen würden. Wenn wir nur dort jemanden von den Gefährten treffen würden. Die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam waren nämlich nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam zerstreut. Einige waren in Mekka, einige waren in Medina, einige waren im Irak, manche waren im Scham, an verschiedenen Orten. Er sagte dann, wenn wir jemanden von den Gefährten treffen würden, damit wir ihn über die Aussage dieser, yani er meint Ma'bad al-Juhani und seine Anhänger, die in Basra, yani in Basra entstanden sind. Basra ist eine Stadt im Irak übrigens. Basra ist eine Stadt im Irak. Die wird auch heute noch so genannt. Wir trafen Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ist jetzt der Sohn von Umar ibn Khattab, der uns hier diesen Hadith überliefert hat. Oder einer von ihnen, der uns diesen Hadith überliefert hat. Wir haben Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab getroffen, als er in die Moschee eingetreten ist. Wir haben uns, er sagt dann weiter, wir haben uns beide an seine Seite gestellt, also ich und mein Gefährte. Haben uns zu ihm gestellt, einer an seiner Rechten, der andere an seiner Linken. Und da sagte ich, Yahya ibn Ya'mar sagt, ich fragte Umar, ich sagte, Abu Abdurrahman ist die Kunya von Abdullah ibn Umar. Die Kunya, das sind Namen, die mit Abu oder beginnen. Abu oder diese Bezeichnung nennt man Kunya. Ich sagte zu ihm, Abu Abdurrahman, bei uns in unserer Gegend haben sich Leute gezeigt, und jetzt kommt eine ganz interessante Beschreibung. Es haben sich Leute gezeigt, die den Koran lesen. Zahara qibalana unasun yaqra'un al-Quran. Noch eine weitere Eigenschaft nannte er. وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمِ Und sie streben eifrig und emsig nach dem Ilm, nach dem Wissen. Also das sind, sagen wir es so, das sind belehrte Menschen, das sind keine Analphabeten, das sind Leute, die Zugang zum Wissen haben und auch studieren. وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ Und er nannte einige andere Eigenschaften von ihnen. Jetzt kommt er aber zum Punkt, weshalb er die Sahaba gefragt. Und hier zeigt uns dieses Verhalten von diesen zwei Männern auch, von diesen zwei Gefährten auch, dass der Glaube der Sahaba maßgebend ist. Der Glaube der Sahaba ist maßgebend und entscheidend. Denn sonst könnten sie ja irgendjemand anderen aufsuchen, von dem sie denken, dass er wissend ist. Oder bei sich zu Hause in Basra bleiben und dort irgendjemanden, einen wissenden, einen belehrten Mann fragen, von dem sie denken, hier, der ist für uns. Yani, der ist kompetent. Es geht aber nicht darum, ob man Wissen hat oder nicht hat. Es geht darum, dass es Maßstäbe gibt, an die man sich zu halten hat. Und eines dieser Maßstäbe, entscheidende Maßstäbe, ist der Konsens der Sahaba. Wenn die Gesamtheit der Sahaba, und wir meinen hier damit unter anderem, besonders in den Rechtsfragen, jetzt mal ausgeschlossen von der Aqida, weil ich habe gesagt, in der Aqida, also in den grundlegenden Fundamenten des Islams, Aqida oder nicht Aqida, gab es unter den Sahaba keine Unstimmigkeiten. Ja, in Zweigangelegenheiten, in sekundären Thematiken
in, sagen wir es mal so, sagen wir, subtilen Dingen, ja, da hatten sie Meinungsunterschiede und diese wurden auch geduldet, auch unter ihnen. Aber in diesen großen Angelegenheiten, für die der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausgeschickt worden ist, die auf, ja, sagen wir es so, die auf der Spitze seiner Prioritäten standen, hier kann es keine Meinungsunterschiede geben. Und deswegen haben sie jemanden, den Gefährten gesucht, den sie fragen. Weil Allah Ta'ala sagt im Koran über sie, fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wenn sie so glauben, wie ihr glaubt, also wie ihr, oder die Angesprochenen davon sind die Gefährten des Propheten, dann sind sie recht geleitet. Jedenfalls, zurück zu der Geschichte von Yahya ibn Ya'mar. Sie sind dann zu Abdullah ibn Umar, den wir hier in der Nummer 1 erwähnt haben, und haben ihm gesagt, dass, wie gesagt, wir haben hier Leute bei uns, die den Koran lesen, ihn rezitieren, ihn studieren und das Ilm nach Wissen, also das sind Studenten, es sind gebildete Leute, und sie sagen, annahu la qadar, dass es keinen Qadar gibt. Meinen damit nicht, dass es keinen Qadar gibt, die Texte des Korans wortwörtlich zu verleugnen. Das macht ja keiner, der sich zum Islam bekennt. Denn keiner, der sich zum Islam bekennt, wird sagen, die Aussage Allah Ta'alas, inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Hier kommt das Wort Qadar vor. Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Er wird nicht sagen, hier, dieser Vers stimmt nicht, das ist eine Lüge, das ist nicht korrekt. Und das muss aus dem Koran rauslernen. So geht es natürlich nicht. Sie haben gewisse Interpretationen gehabt, aber sie wollten mit ihrer Aussage La Qadar, dass es keinen Qadar gibt, sie wollten damit sagen, dass die Dinge, beispielsweise nicht, dass die Geschehnisse nicht niedergeschrieben worden sind. Und manche wollten sogar damit sagen, manche gingen sogar so weit und sagten, dass hiermit gemeint ist, dass Allah Ta'ala die subtilen Details der einzelnen Geschehnisse erst nach dem Geschehen erkennt. Was hat Abdullah ibn Umar dann gesagt? So. Abdullah ibn Umar wird nämlich in diesem Kontext jetzt den Hadith nennen. Aber vorher sagt er eine ganz interessante Sache. Er sagte zu diesen beiden Tabi'un, er sagte, wenn ihr nach Basra zurückgeht und auf diese Leute stößt, فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءٌ مِّنِّي, dann sag ihnen, dass ich frei von ihnen bin und sie sind frei von mir. Wir haben nichts gemeinsam. Wir sind nicht auf einer Schiene. Wir haben nichts miteinander zu tun. Und dann sagt er, وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. Er sagte, und bei والذي يحلف به عبد الله, und bei Allah, also und bei dem Abdullah ibn Umar schwört, wenn jemand von ihnen einen Berg voll Gold, das er ausgegeben hätte, yani als Almosen, als eine Spende oder was auch immer. Abdullah ibn Umar schwört hier, das ist eine ganz interessante Sache. Er sagt nicht mal, vielleicht, wir wissen ja nicht, wie sein Inneres aussieht. Vielleicht hat er ja ein sauberes Herz. Abdullah ibn Umar schwört bei Allah. Also er zweifelt überhaupt nicht daran. Er ist sich zu 100% gewiss darüber. Er sagte, yani bei Allah, ich schwöre bei Allah,
wenn sie einen Berg voll Gold ausgeben würden als Almosen, Allah Ta'ala hätte es von ihnen nicht angenommen. Er hätte es von ihnen nicht angenommen. Bis wann? Hatta yu'mina bil Qadar. Bis er an den Qadar glaubt. Yani so wie wir daran glauben. Nach dem Verständnis und nach dem, yani, nach diesem Schema, dass auch wir oder nach der Vorstellung, die wir über den Qadar haben, die wir direkt aus dem Mund des Propheten sallallahu alaihi wasallam genommen haben. Das gehört nämlich zu den Fundamenten des Iman. Ja, es ist nicht möglich, dass diese sechs Säulen des Imans, die in diesem Hadith vorkommen, das sind die größten Pfeiler des Islams. Und dass die Priorität liegt in diesen Dingen. Es ist nicht möglich, es ist nicht vorstellbar, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam 20 Jahre lang über sekundäre Sachen spricht und diese sechs Säulen nicht deutlich genug darstellt. Sodass die Sahaba danach darüber grübeln müssten, wie das zu verstehen ist, was kann das wohl heißen, wie könnte man das auslegen, das ist nicht möglich. Und deswegen, und das ist ja auch der Grund, warum es unter ihnen es gab unter ihnen keinen Streit darüber, was diese Säulen des Imams bedeuten, was sie von uns fordern und verlangen. Das gab es nicht. Und dann sagt er, jetzt kommt der Hadith. Jetzt erst erwähnt er den Hadith. Er sagt, حدثني أبي, mein Vater, Umar ibn al-Khattab, erzählte mir, بينما نحن عند رسول الله, als wir beim Propheten, als wir beim Gesandten sallallahu alaihi wasallam waren. Und jetzt kommt der Hadith. Das ist die Vorgeschichte des Hadith und das ist wichtig, diese Vorgeschichte zu kennen. Denn diese Vorgeschichte zeigt uns auch, was für eine Einstellung man gegenüber jemanden haben muss, der eines dieser sechs Säulen des Imans leugnet. Wie es uns Ibn Umar hier praktisch gezeigt hat.